So, wir sind mal wieder im Indigo Park. Momentan 29 Grad draußen und ja, vielleicht 3 Grad kühler hier drin. Ich habe vor, heute mich im Indigo Park ein bisschen besser umzuschauen. Also nicht mit dem Ziel, irgendetwas zu schaffen, sondern mich ganz genau gemütlich umschauen in unserem aller Lieblings-Freizeitpark. Und es geht schon los. Viel Spaß! So, wir machen ein neues Spiel. Halt, neues Spiel, ja. Rampley, der Raccoon. Ich habe den Plüschi übrigens bestellt. Der war ja limitiert. Noch ist er nicht angekommen. Keine Ahnung, woran das liegt. Hat 20 Euro gekostet. Oder 30 Euro. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall werde ich den Plüschi zeigen, natürlich, wenn er da ist. Und Indigo Park. Journey to this newfound paradise, we welcome you. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values, dreams, and unwavering truths that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a lifetime, a place of creativity, joy, and adventure. Oh, ich liebe die Musik, gell? Ich weiß nicht warum. Mom's Favorite, Molly. Wir machen nachher mal Stopp und dann lese ich mal, was da genau steht. Es geht viel zu schnell. Oh, Park wurde geschlossen. Ach, da ist er, der Rampley. Ich will diese Figur auch haben, Mann. Ich hoffe, es gibt ganz viel Merch zum Indigo Park. Chapter 1: Birds of a Feather. Also Vögel der Federn. Ja, es wurde ja schon prophezeit, dass sich bei um Indigo Park ein völlig neues Fandom etablieren könnte. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber es ist auf jeden Fall ein Hype da. Und Grüße gehen auch raus an alle Furries, die natürlich vor allem von Rampley besonders begeistert sind, weil Waschbären sind ja cool, das wissen wir ja alle. So, unsere erste Aufgabe, das kennen wir schon vom letzten Video, aber ich fange ja nochmal an, ich habe es ja gesagt. Ich will mich ja ein bisschen genauer umschauen im Park. Ist schon mal den Weg in den Park zu finden. Ist alles abgesperrt. Hier sieht man gar nicht, wie man reingekommen ist, gell? In den Bereich hier. Es wurden ja schon auch kritische Stimmen laut, dass das so ähnlich ist wie Poppys Playtime. Das ist alles nur eine, ja, was heißt Geldmacherei? Also, es wollen ja alle Geld verdienen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn mir ein Spiel gefällt, und dann ist das ja auch okay, wenn damit Geld verdient wird. Damit Merch oder, sind wir mal ehrlich, Merch gibt es ja überall. Diese Mülleimer sehen übrigens, ich glaube, das habe ich beim letzten Video schon gesagt, aus wie auch im Disneyland. Sind das so sehr genormten. Was ist denn das? Warum ist da jetzt die Musik so dramatisch geworden? Hier kann man ja herlaufen, da ist ja gar nichts eigentlich. Oh, okay, das sind Mülltüten. Da hat jemand auch Sprite getrunken.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich erfüllt das immer so ein bisschen mit Trauer, nicht, aber es macht mich immer so ein bisschen traurig, wenn so ein eigentlich schöner, fröhlicher Ort zu irgendwie so, ja, so vollgemüllt ist und verlassen ist. Kann man da drauf rein? Oh, man kann da auch rein. Cool. Kann ich den Baum hochleuchten? Ja. Schöner Mond. In so einen Freizeitpark zum Lost Place wird. Ja, das ist immer irgendwie traurig. Dann frage ich mich, was hier passiert ist, weil guck mal, hier liegen ja die Felsen. Wie wenn irgendwas eingestürzt wäre. Flackert das Licht. Okay. Tja, wenn da eine Tür automatisch aufgeht. Was steht da mit den Kisten drauf? Indigo Storage. Indigo ist übrigens ein Farbton, nämlich blau. Hi there and welcome to Indigo Park. Ja, Rambly, hallo. An engaging family fun experience. Jump into the world of your favorite character. Hey, you're our first guest in 2920 days, 4 hours, 23 minutes and 38 seconds. Congratulations. I'm Rambly, Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on over to the registration center to your left. Where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Ja, ich habe es ausgerechnet. Das sind ungefähr, ich glaube, 9 Jahre oder so. Press A to interact. Hi, I'm Rambly, Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Let me just get a good look at you. Don't seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park, or did you just get plastic surgery? No worries, it's Rambly Tuesday, so you qualify for a big Rambly discount on your Tuesday. visit. Just follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Ich bin echt gespannt, wann die ersten Meet Rambly at the Parks Main Gate. Ich bin wirklich gespannt, wann die ersten Rambly Raccoon Fursuiter auftauchen. Oder generell Raccoon Suiter mit einem roten Halstuch. Da fällt mir mindestens einer schon ein. Aber das ist Trampley nicht so ähnlich. Ja, ist egal. Oh, ein Drache. Ein Collectible. Ah, das ist auch noch etwas, was ich vorhatte hier. Nämlich die Collectibles zu finden. Zwar möglichst alle. Beim letzten Mal war ich ja, wollte ich ja auch schon viel erkunden und machen und tun. Und hatte trotzdem auch ein bisschen Zeitdruck im Nacken, weil, naja, weil ich einen Film gucken wollte. Und habe nicht alle Collectibles bekommen oder gefunden. So, ich glaube hier, ah, da ist auch ein Collectible. Ne? What's the hold up? The gate is open. Head on into the entryway. Hold on. My mistake. The gate is not open. There seems to be an error message being sent from the Sogar die gate's Nase power wackelt. unit. Lucky you! You get to be the first person to try our turn on the generator mini ramp adventure. Have fun! Hat er wirklich gesagt, viel Spaß dabei, den Strom einzuschalten? Ah, was ist das für ein Geräusch? Hört man von draußen hier schon das Geräusch von da drin, von diesem kaputten Zahnrad? Ups, jetzt habe ich was verraten. Kann man da drüber springen einfach? Yes. Ah, jetzt ist die Tür aufgegangen. Ja. The Indigo Violet Compact Power Generator. But it seems to be inoperable. Looks like it's missing a piece. Can you find it? Wenn er so nachdenklich zur Seite guckt, ne, da will man ihn am liebsten auffressen, ja? So, ein Zahnrad fehlt. Ob man das wohl findet? Das lag ja vorher noch nicht da. Jedenfalls habe ich ganz nicht drauf geachtet gehabt. So, ein Zahnrad.
Gibt's da oben? So. Und? So, jetzt muss man den Hebel noch drücken. Ach, da ist er ja. Der war ja nicht da. Also die Collectibles. Die Collectibles, die erscheinen immer, wenn irgendetwas erledigt wurde. Ich will so ein Ramblay-Plakat. Diese Plakate oder Poster oder dieses ganze Merch aus dem Park, das muss es irgendwann richtig zu kaufen geben, oder? Kip will nämlich Geld ausgeben. Ich muss mal geschwind gucken, ob die Aufnahme überhaupt noch läuft. Moment. Ja, sie läuft. Achso, jetzt habe ich. So, weiter geht's. Ach, da ist er. Ich will da ein Selfie. Beim Ramplay. Okay, for real this time. Welcome to Indigo Park. Ja, danke. Es ist schon irgendwie, wie gesagt, mich macht das schon irgendwie so ein bisschen. Press F to toggle your Flashlight. Was ist ein Toggle? Ach, ausschalten. Okay. Ein- und ausschalten. Wenn so fröhliche Orte so, ja, so verlassen sind und vernachlässigt sind. Weil wir ja nicht wissen, was die Geschichte von Indigo Park ist, warum der verlassen wurde. Was man wahrscheinlich während dem Spiel herausfindet. So, ich habe ein Collectible gefunden. Das kann man dann am Informationskiosk sich angucken. So, ich setze mich ein bisschen hier hin. Das mache ich übrigens, wenn ich im Disneyland bin, aber auch in anderen Freizeitparks. Einfach mal hinsitzen und gucken. Ein bisschen die Atmosphäre genießen. Der Mond ist verschwunden. Ach, da ist er. Nee, von da sind wir gekommen, gell? Ja. Da läuft so sachte diese Musik im Hintergrund. Oh, da ist auch. Ist kaputt. Wranglers only. Indigo Park. So, hier kommen wir noch nicht rein. Wo war nochmal dieser Souvenirshop? Oh! Oh! Da sind aber viele. Nee, sind gar keine Collectibles. Das ist ein Schaufenster. Aber die haben wir schon gesammelt, diese Collectibles. Critter Corner. Hm. Nee, da kann man nichts aufmachen. Nö. Gut, gehen wir mal weiter. Halt, jetzt bin ich irgendwie. Ich stecke in der Laterne fest. Oder ist hier der Eingang zum Laden? Nee, das ist er nicht. Welcome. Vielleicht muss man erst eine. Oh, silly Rambly. Every guest needs a critter cuff. Aha. Access to reserved areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff. I think there's some in the gift shop. Head in there and I'll get you set up. Jetzt ist er auf der Giftshop. Da, wo man sehr gerne viel Geld lässt. Das sieht auch wie Collectibles aus, sind aber keine zum. Kann man aber nicht einsammeln. Das ist das echte Merch. There you go, buddy. Your very own critter cuff. A new way to interact with the park. That also doubles as a pedometer, heart monitor and mood ring. Data disclosure agreement included. So. Wow. Das sieht auch noch cool aus. Ich will mich ja ein bisschen umgucken. Ich glaube, das sind alles die Tiere, denen man ja als man dann im Park noch Was ist denn das? Das ist ein Roboterarm.
Was ist denn das? Kann man da hinter der Tresen? Nee. Grödercuff. Get your Grödercuff. Den man im Park begegnet. Und ich schätze mal, dass das auch... Jetzt verschrocken. Ja, natürlich. Diese T-Shirts gibt es bestimmt auch irgendwann zu kaufen. Nee, ich will mich erst noch ein bisschen umgucken. Ramplay. Oh, ja, schön. Die Schlüsselanhänger, die obligatorischen, die T-Shirts, wo man dann... Nee, ich komme nicht... Ich komme nicht drüber. Ohren! Seht ihr die Leute hier? Die Ohren. Wie dunkel ist es hier drin eigentlich? Oh, das geht eigentlich. Und diese T-Shirts, wo man dann wie Ramplay aussieht. Das ist ja schon cool. Also mit dem Laden würde ich mich wohlfühlen. So, hier. Ich muss... Mit E? Ah! Blub. Hooray! Great work, buddy! Now try entering the park and we can start our Indigo Adventure! Ist das gut gemacht, Ramplay? Oh, danke. Ja, auch ein kleiner Hinweis, das ist so ein bisschen Geheimtipp, wenn man mal, wenn ihr in einem Freizeitpark seid. Ich weiß jetzt zumindest von Disneyland, auch mal an die Decke gucken, weil überall gibt es auch irgendwelche Deko und versteckten Easter Eggs und so weiter und so fort. Ich bin echt gespannt auf meinen Plüsch-Ramplay. Ist ein Drache? Oder Nessie von Loch Ness? Wenn ich dann meinen Plüsch Ramplay habe. Hier kommt man nicht rein. So, gehen wir mal weiter. Wir haben ja jetzt unser Armband. Ich muss das ausmachen, dann sieht man das. Na, ne? Blub. Ja. Und hier sind wir. Ja, und das hier, das gibt mir natürlich Disneyland-Vibes. Walt Disney und Mickey Mouse. Und hier ist es der... Ich habe vergessen, wie er heißt. Und Ramblay. Wir wissen nicht, ob der Park, so wie bei Disney, auch auf Cartoon-Figuren basiert oder einer Cartoon-Serie oder ob das alles für einen Park erfunden wurde. Es gibt ja auch Freizeitparks, die basieren wirklich auf dem Freizeitpark selbst, also nicht auf einer Trickserie oder... Die Pflanze ist zu hart, da kann ich nicht durchlaufen. Sondern wurden wirklich so aus dem Boden gestampft. Und das sind eben die Maskottchen von dem Park. Ja. So, von da sind wir gekommen. Ich habe übrigens einen unglaublich schlechten Orientierungssinn. Also ihr glaubt gar nicht, wo ich mich schon überall verlaufen habe. Aber ich will mich ganz genau umgucken, ob es nicht irgendwo Collectibles gibt. Oder irgendwie was anderes. Kalte Getränke. Da stehen noch alle Flaschen. Was gibt es zu essen? Was ist das? Bubbles? Bubbles? Pretzel Dog. Das kann man besser lesen, wenn es Licht aus ist. Pretzel Dog. Also ein Hotdog, aber in einer Brezel. Laugenbrötchen wahrscheinlich. Klingt lecker. Ein bisschen genau gucken. Ich habe nämlich Angst, dass ich ein Collectible... übersehe, weil wie gesagt, ich fange ja nochmal von vorne an zu spielen. Und möchte jetzt nicht weniger schaffen oder finden wie beim letzten Mal. Das ist auch ein ganz entspanntes Video. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Video ist oder ob ich das an mehrere Videos aufteile. Ich werde mehrere Videos machen. Denke ich mal. Ich dachte, da liegt was. Also ein Collectible. Das auch. Ne, das ist keine Tür. Was ist das hier? Kann ich da hochspringen? Oh, kann ich wieder rausspringen? Nee. Das ist übrigens eine kostenlose Version. Also Kapitel 1 von Indigo Park ist kostenlos. Und die nächsten Kapitel werden dann Geld kosten, denke ich mal. Oh, das ist absolut in Ordnung. Wenn ich bedenke, wie viel Geld man früher für ein Computerspiel ausgegeben hat oder ein Videospiel. Und da gab es noch keine YouTube-Kanäle mit Reviews und Bewertungen. Man hat ein Spiel gesehen und hat gesagt, oh, das sieht aber ziemlich cool aus. Das kaufe ich mir. Und dann,
Und dann hat man 40 oder 50 oder sogar 100 Mark ausgegeben. Und jetzt ist hinter uns die eingestürzt. Ja, das kennt man ja, dass die Wand einfach einstürzt. Rooftop Races. Molly Macar. Und dann hat man Ramblays, all about Ramblays. Das ist halt seine Eisenbahn. Ne? Und das ist irgendwas mit der Wasserwelt, Ocean, Odyssey, Finlay. Come and meet Finlay. Und dann hat man das halt gespielt, auch wenn es nicht so der Hit war, weil man hat wirklich viel Geld ausgegeben. Also ich erinnere mich, das allererste Civilization, das hat 100 Mal gekostet, war auf 4 Disketten verteilt. Das war damals, war das wirklich viel. Das war viel Geld und das waren viel Disketten. Und da gab es das einfach noch nicht mit kostenlosen Testversionen. Wir haben übrigens kein Spiegelbild. Und kann ich hier irgendwas machen? Huh, das ist ja richtig dunkel hier drin. Das kam später dann mit denen. Ich kann ins Waschbecken sitzen. Ich sitze ja mal im Waschbecken, ja. Und gucke mich hier um. Wo es dann Magazine gab, wo am Anfang der CD ist. Ich kann nicht ins Klo rein. Kann ich die Tür aufmachen? Ja. Und dann später CDs gab, wo auch Demo-Versionen von Spielen und Programmen drin waren. Und das kam aber erst später. Ja, und jetzt ist es natürlich das war jetzt die Herrentoilette. Was mich ein bisschen beunruhigt, ist, die Kamera funktioniert noch. Ich mache mal das Licht aus und ihr seht, das Licht von der Kamera brennt. Wir haben ja den Strom eingeschaltet und aha, was ist das Schönes? Ein Collectible. Eine Kiste. Ein Kästchen mit Ramblay drauf. Ist jetzt die Damentoilette. Das war's schon. Sonst nichts. Das wäre jetzt ein starkes Stück, wenn in der Toilette auch ein Bildschirm wäre, wo Ramblay dann zu den Leuten spricht. So urplötzlich so. Hey! Don't forget, wash your hands. Oh, ein Ramblay-Aufsteller, ein Ramblay-Display-Aufsteller. Oh. Er ist schon nice. Ne? Er ist schon auch, aber auch hier, sieh, die Molly. In our dust, buddy. Looks like the park is going through some renovations. For the inconvenience, your Rambly Ja, der Tuesday Park wird discount will be renoviert. 3% off. Why not celebrate this great deal with a ride on my railroad? To test your sleuthing skills, I'll let you find this one all by yourself. Was? Ramblet Tuesday? Oh, ich habe eine Idee. Vielleicht lade ich das Video wirklich am Ramblet Tuesday auf und nenne es auch so. Das wäre ja cool. Nach dem Dragon Monday und dem Blue Monday und dem Fursuit Friday. Der Ramblet Tuesday. Übrigens, oh, ich bleib mal geschwind hier bei Ramblet stehen und erkläre das. Ich hatte ja mal vor Urzeiten die Idee gehabt, tatsächlich den Blue Monday einzuführen, dass ich immer montags ein Spiel hochlade. Vielleicht was mit Science Fiction oder vielleicht auch sogar live spiele, weil Blue, ja, Kipp, ihr seht ja, ich bin ja Blue. Aber ich bin davon abgekommen, weil nämlich eine ganz bestimmte politische Richtung, die sich auch blau anmalt, auch irgendwelche Aktionen an einem Blue Monday macht. Und deswegen bin ich davon abgekommen. Deswegen, das wollte ich jetzt mal loswerden. Das ärgert mich schon. Allein dafür, dass diese politische Richtung, sage ich jetzt mal, blau als ihre Parteifarbe hat. Allein dafür haben sie schon einen Platz in der Hölle verdient. Aber ja, wollen wir nicht darüber reden. Wir sind hier bei Ramblay. Und das ist ein guter. Der ist gut zu uns. Der wird bestimmt hier auch als Animatronic irgendwo sein Unwesen treiben. Wahrscheinlich ist er der Endgegner. Aber ich glaube immer noch daran, dass er der Gute ist.
Kommt als Ramblaze an dem Bildschirm. Ja. Your facial data suggests you may be a bit older than the target audience for this ride, but it's one of my favorites. Do you know why Rambly the Raccoon loves Rambly's Railroad? Because I like trains. Ja, das ist schon, er ist schon süßi, ja. Sie eigentlich auch. Die sind alles so, ach Mann. Aber Leute, es ist tatsächlich ein Horrorspiel. Ja. Hätte ich da jetzt auch drüber springen können? Nee. Ja gut, man muss ja da vorbeilaufen, da wo Rambly redet. Da ist er. Oh, diese Figur, das ist schon schön. Kann ich auch von der Seite angucken? Von hinten? So aus Kunststoff, das glänzt schön. Hier nochmal. Ach, Rambly, der hat jetzt schon Platz in meinem Herzen. Hier, das erinnert mich ein bisschen an Disneyland, wo man diese Cars on the Road Attraktionen fahren kann. Das ist so, um lange Warteschlangen runterzubringen von Menschen. Und das wisst ihr wahrscheinlich. Ich rede jetzt hier. So, das ist der Zug. Rambly ist ein Railway-Zug. Und da fahren wir. Und wir fahren los. Und das ist tatsächlich auch, jetzt komme ich wieder mit dem Disneyland, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Eine meiner Lieblingsattraktionen im Disneyland Paris, nämlich die Railroad. Ich mag ja die ruhigen, gemütlichen Sachen. Und ich mag diese Musik! Ich mache jetzt extra mal lauter diese Musik, ja? Moment. Alles schon. Oh, ich mache es ein bisschen lauter, Moment. Ah. Da gibt es ja auch ganze YouTube-Videos, die eine Stunde lang gehen, wo man nur diese Musik hört und in Rambly, also in einem Loop. Ah, ich lasse es nicht an. Rambly's Railroad. Hallo, lieber Kaktus. Oh, das Bild, das ist... Welcome to Rambly's Railroad. I'm Conductor Rambly. Hallo, Rambly. Da ist er. Mal so hinter mir, weil ich denke, da oder immer denke, da verfolgt mich was. Da was richtig hinleuchtet, sieht er das? Dann sehe ich es nicht mehr. Den Platten da. Und wenn ich das ausmache, dann. Ja, es ist ja ein Bildschirm. Also Rambly sieht man auf jeden Fall, was ist ja ein Bildschirm, aber vom. Oh. Wir sehen jetzt hier, glaube ich, die ganzen Animatronics aus dem Park, denen man dann begegnen kann. Keinen verkleideten Characters. Oh, look, it's Molly the Car! Also, Maskots, sondern Animatronics. You sure are, Mom. Why, you only crash into 6 bars this week. I'm not crashing, Rambly. I'm barnstorming. What's barnstorming? It's crashing with style. It barely hurts at all. Crashing with style. Gesehen. Da war sie ja schon, die Molly. Das habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Was wollte ich sagen? Also in Parks sind ja normalerweise Characters, also das sind Menschen, die verkleidet sind und auch dann auftreten, also die Maskots, ne? Also zum Beispiel Mickey Mouse oder so. Und in Horror Games sind es aber immer Animatronics. Animatronics sind ja eigentlich so eine Art Roboter. Das ist ja wirklich dunkel. Weil sie alles schwarz, weil das Licht dran. Ich nehme es auf. Was ist gerade so tun?
bin echt mal gespannt, ob irgendwann jemand wirklich den Indigo Park nachbaut. Ja, mit allen Attraktionen. Und irgendein Shooter muss dann den Ramblay spielen. Das wäre doch wirklich episch. Werden wir von Molly schon verfolgt? Also man kann hier übrigens auch nichts machen, das ist alles geskriptet. Ich denke mal, das ist alles noch irgendwie so Tutorial-mäßig, weil, Achtung, wir haben noch einen Charakter gleich kennenlernen, kommt doch der jetzt aus der Höhle raus. Oh, Finley, ja. Come on out and greet the people! Finley! Hi, Ramblee. Why the long face and body? You've known me for 100 years, Ramblee. I'm always lost. Because I'm always longing for a new seashell for my collection. Oh, Finley, you should come out of your shell. How about you come into it instead? My ride, Oceanic Odyssey, will teach you all about the wonders down under the deep blue sea. It's as blue as me. I hope you'll visit. I'm so lonely. Oceanic Odyssey currently closed for repairs. Ja, Oceanic Odyssey ist gerade geschlossen wegen Reparatur. Und ich glaube, hier wird alles gerade repariert. Und wir können uns rund umdrehen. Cool. Ich habe vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Es erinnert mich ein bisschen an Elliot das Schmunzelmonster. Das wollte ich sagen. Da geht es auch noch weiter. Fahren jetzt da lang, glaube ich, ja. Werden wir verfolgt? Ja, Smolly sauer. Ich habe ja eine schöne Theorie, was hier los ist, oder los war, was es hier genau geht. Aber da mache ich ein separates Video dazu. Und werde vorher. Oh, das sieht ja aus. Und werde vorher auf meinem Blog, denke ich mal, auch einen kleinen Text dazu verfassen. Auf Fumbler, Kip, Supernova, Link zu meinem Blog. Ramblee? Oh nein. Get the ride back up and running. So, da ist was kaputt. In der Videobeschreibung natürlich. Running. Wird mich jetzt was verfolgen? Das macht mich jetzt neugierig. Ist da hinten was? Kann man da laufen? Nee, kann man nicht. Man muss hier weitermachen. Die Türen voneinander. Ah, okay. Genau, meine Theorie zum Spiel. Was hier natürlich. Werde ich auf meinem Blog und ich mache. Oh, Molly! Ich mach mal wieder ein bisschen leiser. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob man mich noch hört. Moment. Ach, Molly, musst mich jedes Mal so erschrecken. Aber das ist nicht die echte Molly, die ist ja. Also die, wo uns dann verfolgt und die, wo federn lässt und so. Erinnert mich ein bisschen an diese Abenteurer aus diesen Abenteuergeschichten, die wo mit einem Doppeldecker-Flugzeug unterwegs sind. So wie Quacks der Bruchpilot. Ach, und da ist der Finley. Aber du kannst nicht sprechen. Finley. Kann ich da drauf springen? Ach, Finley. So, wir müssen wieder Zahnräder finden. Und da ist schon eins. Das war übrigens auch sowas, wo also von denen, die dieses Spiel jetzt nicht so feiern, kritisiert haben, die Rätsel wären zu einfach. Also erstens, ich bin sehr dankbar, wenn Rätsel nicht so scheinbar unlösbar sind. Und zweitens, ich habe das Gefühl, die werden ja auch noch schwerer. So, wieder ein Collectibles. Nehme ich ein
Hut mit Ohren, mit Rampley-Ohren. Da ist noch Zahnrad. Weil ich glaube, das habe ich. Na, ich glaube, das habe ich bei Ori mal gesagt. Ich finde das so schade, wenn ein Spiel eine tolle Atmosphäre hat, eine tolle Story. Aber man kommt nicht weiter. So. Tschüss, Finley. Aber man kommt nicht weiter, weil man an irgendeiner Stelle festhängt und einfach nicht mehr weiterkommt. Und dann nur noch frustriert ist und oder eine Wut bekommt und dann das Spiel aufgibt. Das ist dann das Schlimmste. Also ich mag das für mich, wenn... Oh, das ist aber nicht Rampley, wer ist denn das? Kann man da auch... Da ist noch eine Figur. Aber die ist da abgebrochen. Und da liegt der Kopf. Ist das ein Skunk? Jedenfalls attraktiv. Es sieht schön aus. Attractive. Jetzt bin ich wieder im Zug, obwohl ich gar nicht auf den Zug reingegangen bin. Ich gucke mal, ob mich da was verfolgt. Ja, und das, deswegen, ich bin, gerade wenn es um Spiele geht, wo eine Story erzählt wird, finde ich das wichtig, dass die Aufgaben. Na? Dass die Aufgaben auch lösbar sind. Natürlich nicht zu simpel, sonst ist man ja gleich mit dem Spiel fertig, aber so wie bei Ori, wo ich jetzt sage, meine Güte, jetzt bin ich durch zig Dornenbüsche und bin zigmal gestorben und jetzt habe ich es geschafft und jetzt muss ich doch nochmal ewig viel klettern und ewig viel springen und ach, das ist, ja, dann ist. Was war das? Hä? Was ist das Rote da? Achso, mir fährt zum Berg hoch. Oh! Das ist das Theater. Mit dem Löwen. Hey there, Lloyd. Oh. Do not shame me with that common folk name! I am the proud, the prestigious, the professional Lloydford L. Lyon, Actor extraordinaire! Schau mal auf Rampleys Gesicht. Of course it was! Ich glaube mal, Rampley mag Lloyd den Löwen nicht. Auch hier wäre eine Fantheorie schon mal, die eher so in die Furry-Richtung geht. Denkbar. Also wenn ihr wollt, kann ich auch dazu mal mir Gedanken machen. Och schade, schon vorbei. Ja, das sind wir. Da ist der Zug. Kann man da nochmal zurücklaufen? Nee, das ist eine Alpha-Wand. So, hier brauchen wir wieder das Armband. Ich muss das Licht ausmachen, sonst sehe ich es nicht. Blub. So, what do you think? Pretty fun, right? Now you know all about my friends and Lloyd. So, where do you want to go? Ja, das ist, wo Fotos gemacht werden von dem Railroad. Gucken wir mal genauer hin. Und. Ah ne, das. Ah ne, man muss von beiden gucken. Das sieht man ja gar nichts. Ich guck mal von beiden. Das ist wieder ein Souvenirshop übrigens. Also. Ach, dunkel. Irgendwo. Ah, da. Seht ihr das? Das zweite in der Mitte. Da ist uns der Vogel. Da ist der auf den Gleisen. Der ist uns da gefolgt. Trackside Memory. Get your right photos here. Ja, und dann kann man hier die Fotos holen. Das ist so ähnlich wie der Fotopass in Disneyland, wo man sich dann ja, fotografieren lassen kann. Oder ach, ihr wisst bestimmt Bescheid. Das ist eine Kasse, Enter Passwort. Aber hier kann man. Nee, hier kann man nicht interagieren. So, ich will mich hier mal ein bisschen umgucken. Boah, ich will so ein T-Shirt, ne? So ein T-Shirt, wo man gleichzeitig sich als Rampley verkleidet. Und die Ohren noch dazu. Das wäre schon cool. Sowas gibt es bestimmt irgendwann. Also wenn das Spiel wirklich ein richtiger Erfolg wird und so wie prophezeit gesagt wird, wie es momentan auch prophezeit wird, boah, das könnte wie so ein Fandom geben. Mit
mit ein paar Spielen und vielleicht sogar schon mit einem Kinofilm oder so, so wie es bei FNAF der Fall ist. Also, ich wäre dabei. Also, mir würde das gefallen. Ich gucke gerade, gibt es ja gar kein Collectible. Ich kann nicht mal über das Ding hier drüber springen. Na, jetzt. Ich gucke genau hin. Und so sehen übrigens diese Plüschis aus. Oh, ich gehe mal hin, da wo man besser ist. Diese Ramplay-Plüschis, die man auch in echt kaufen kann. Oder konnte, das war ja limitiert. Ja, das soll. Wo stelle ich mich am besten hin? Das soll es jetzt für heute oder für dieses Video gewesen sein. Ich mache dann beim nächsten Mal weiter. Ich will mir den Pike schön genau diesmal angucken. Ah, da ist er ja. Schön. Und ja, verabschiede mich. Ja, es ist ja auch schon spät. Man sieht es ja auch hier bei der Big Bang Uhr hier. Big Bang, Big Ben Uhr. Verabschiede mich aus dem Indigo Pike. Wünsche euch was und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ich hier jetzt dann einkaufen war und vielleicht, ich gucke mal, ob ich den. Also ich meine, da müsste doch irgendwo noch ein Collectible rumliegen. Hä? Nö. Es schreit dazu geradezu danach, dass da ein Collectible irgendwo liegt. Aber ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Nee, ist keins. Naja, schade. Also, wir sehen uns dann bald wieder im Indigo Pike. Bis dann, Kip Supernova over and out.